Am Anfang des letzten Jahrhunderts wird man bei routinemäßigen Ausgrabungen in einer Wüste ein Buch entdecken. Die Sprache konnte nach genauer Untersuchung einem sehr alten regionalen Dialekt zugeordnet werden. Würde man versuchen, dieses Buch zu übersetzen, würde es die Geschichte einer Stadt erzählen. Einer Stadt, in der ständige Dunkelheit herrschte. Wir würden diese Stadt bewohnt haben. Ich glaub da ja nicht dran, dass man nach dem Tod irgendwas konservieren sollte.